mein erster 100 Kilometer Ultramarathon. Freitag, 17 Uhr, ging es los. Wir haben alle unsere Sachen gepackt, wir haben das Auto beladen, wir haben Tetris gespielt und dann sind wir 350 Kilometer in den Norden gefahren. Boah, Digga, erstmal hier Sport machen. Pommes? Pommes rein. Ein bisschen Salz. Eine große Pommes, Junge? Verarschung. Das meinte ich, guck mal. Das ist ja richtig Verarschung. 22 Uhr sind wir dann ungefähr angekommen im Hotel. Das war schon relativ spät, eigentlich wollte ich viel früher. Verkehr, wir haben ein bisschen länger gebraucht beim Sachen packen. Ganz viele Sachen sind dazwischen gekommen. Wir haben uns die letzten Mal noch alle Sachen zusammengelegt, habe ich alles mitgenommen, passt alles, was brauche ich noch? Und dann wollte ich mich eigentlich schon relativ zeitig schlafen legen. 20.30 Uhr, 20.45 Uhr wollte ich dann schon spätestens schlafen, kurz die Gelenke nochmal bearbeitet. Und dann sind wir ready für den nächsten Tag. One here, the roof, the second one. Here, the second roof can be here. Yeah. You can turn it and then you can turn it. Also mir ist drin. Um 5 Uhr geht's los. Also eine relativ kurze Nacht. Der letzte Check, auch hier nochmal. Lieber helft das checken und gucken, dass auch alles passt. Frühstücken. Es gab bei mir Reisbrei mit Apfelkompott und Haferflocken. Zu viel wollte ich jetzt auch nicht essen, weil ich habe ja eigentlich genug Zeit, um mich währenddessen zu verpflegen. Deswegen sollte das reichen. Und dann ging es auch schon aus dem Hotelzimmer los zum Ultramarathon. Also um 7 Uhr dann beim Ultramarathon angekommen sind, waren natürlich die letzten Vorbereitungen. Einchecken, mental sich darauf vorbereiten und kurz vom Start um 9 Uhr fing es dann nochmal richtig, richtig doll an zu regnen. And I beginning so loud to Lord, 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 because she comes to me and hey, hast du noch Feuer? Ich hab sie. Warum, Alter? Warum, Alter? Welcome okay, to muss, Jackass! Jetzt muss dein Boom. Wir haben so Übungen gemacht, also so Gewichte. Direkt ist die Dame fahren. Ja, das war so eine 31-jährige. Getränke ordentlich Cola, im Starterbeutel habt ihr eine Flasche bekommen, geht dorthin, ihr bekommt immer Getränke aufgefüllt. Nach jeder Runde, wenn ihr noch ein bisschen Zeit habt, geht da vorbei, wir helfen euch, Kuchen gibt's dort auch. Schaut dort vorbei. Die Nussbahn natürlich auch als großer Sponsor dabei. Und dann fiel der Startschuss. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Viel Spaß beim Dennis Loop Chapter 3. 220 Teilnehmer. Matschig. Steigung. Wurzeln. Anstiege. Aber die erste Runde haben wir ganz gut absolviert. Die erste Streckengegebenheiten kennengelernt. Ich bin die ersten Runden in einem 6er-Pace gelaufen und habe mich auch relativ gut gefühlt, trotz der unangenehmen Gegebenheiten.
kommt hier. 6er Pace, weil ich habe mir vorgenommen, immer 20 bis 15 Minuten Pause zu haben dazwischen. Die ersten Pausen, da habe ich auch nur Energy Gels genommen, weil ich nicht zu viel Essen am Anfang haben wollte. Ich wusste nicht, wie mein Magen darauf reagiert, wie viel Kalorien ich verbrauche und wie mein Körper das aufnimmt. Deswegen bin ich die ersten 20 Kilometer sehr, sehr gut mit Energy Gels nach jeder Runde zurechtgekommen. Ungefähr nach dem ersten Halbmarathon, 20, 21 Kilometern, fing es dann an, wo ich gemerkt habe, oh, der Kalorienverbrauch ist schon höher. Das haben mir meine Daten haben mir das gesagt. Und ich habe es auch gespürt, ich war natürlich trotzdem noch voller Energie. Aber es gab tatsächlich auch dort Kartoffeln mit Salz. Und dann habe ich auch angefangen, die zu essen. First things first. Die weit ein Ziel. Du siehst das noch nicht aus, Paul. Nice, brother. Auch das noch ganz locker ins Ziel gebracht hier. Ready for takeoff. Eins, viel Spaß auf Look Nummer 4. Wie läuft's, Alex? Gut, man merkt tatsächlich ein bisschen die Gelenke, Knie, aber alles noch im Rahmen. Ab 30, 40 Kilometern habe ich dann irgendwann gemerkt, oh, mein Kalorienverbrauch wird immer höher. Mein Körper verbrennt immer mehr Energie. Und irgendwann brauchst du auch mal was Festes als Mahlzeit. Und deswegen habe ich angefangen, Pizzastücke zu essen. Und das war auch, glaube ich, ganz gut, weil diese Kaloriendichte reinzubekommen, das war schon gar nicht mehr so einfach. Ungefähr Kilometer 50, ich habe gemerkt, dass die Leute die Anstiege sehr langsam nur noch hochgehen. Ich bin aber jeden Anstieg bisher hochgelaufen, weil ich Angst hatte, dass ich aus diesem Rhythmus komme. Ich habe eine Routine drin und das läuft alles sehr, sehr gut. Ich fühle mich auch gut. Und ich bin auch weiter so gelaufen, jeden Anstieg. Ich habe die Leute überholt und habe gemerkt so, ist das das Richtige? Ist die Taktik die richtige, dass ich wirklich immer wieder als erstes ins Ziel komme und die anderen sich dann noch ein bisschen mehr Zeit lassen? Stirbt, ne? Läuft das ja. Und so ist es. Immer, am Ende, du läufst ja auch langsam hoch. Oder im ruhigen Tempo. Und wenn du schon tot bist, da kannst du nicht mehr sterben. So sieht es nämlich aus. So, Chef, wie sieht's aus? Ja, geschafft, ne? Erster Ultramarathon. War auf jeden Fall extrem hart. Ich würde sagen, so das Härteste, was ich in meinem Leben gemacht habe, bis dato sportlich gesehen. Ab Kilometer 35 war das nur noch ein Kampf und hatte dann, glaube ich, auch nichts mehr mit Fitness zu tun, sondern einfach nur noch durchhalten. Die Elevation, also die Steigung, das Auf und Ab, das unterschätzt man am Anfang sehr. Und ja, das darf man auf jeden Fall nicht unterschätzen für das nächste Mal, falls ich irgendwann mal wieder einen mache natürlich. Ja, aber am Ende des Tages bin ich einfach nur froh, dass ich es geschafft habe, dass ich es gemacht habe, tatsächlich. Und ja, freue mich auf jeden Fall jetzt, dass Alex hier die 100 Kilometer auf jeden Fall schafft. Hoffentlich. Nostradamus sagt, er schafft das auf jeden Fall. Und ja, der beste Beweis einfach, wenn man etwas will, dann kriegt man das auch hin. Thank you. Kilometer 66, meine Beine wurden müde. Der Anstieg wurde anstrengender. Das Runtergehen wurde anstrengender. Ich habe die Gelenkbelastung gemerkt. Und dann bin ich das erste Mal ins Eisbad gegangen. Ich habe meine Beine ins eiskalte Wasser gelegt und habe gehofft, dass irgendwie diese Belastung aus meinen Beinen teilweise wieder rausgeht und ich mit frischen Beinen wieder loslaufen kann. Entspannte Nummer heute wieder. Die sagen, es soll gleich dunkel werden. Dann schauen wir doch mal. Es wird langsam kühler auch, ein bisschen doof, aber na gut, so ist das halt, ne?
Was sollen wir machen? Weitermachen. Laube muss es. Doch dann wurde es dunkel. Die 70 Kilometer hast du hinter dir. Herzlich willkommen zurück, mein Lieber. Und dann sehe ich dich auf jeden Fall gleich wieder, oder? Geil, unser Hummel. Ja, klar, sagt er. Sehr gut, Alex. Kopflampe an und los. Dadurch, dass ich die Anstiege nicht gegangen bin, sondern hochgelaufen bin, war ich wieder der Erste. Und vor mir war keiner, woran ich mich orientieren konnte. Und ich habe auch nicht wirklich viel gesehen. Du kannst ungefähr einen Meter nach vorne gucken. Wurzeln, Steine, das liegt alles im Weg. Und irgendwann, wenn die Beine müde sind, dann kriegst du die auch nicht mehr so gut hoch. Also fing es dann an, dass ich mich mental wirklich, wirklich krass reinsteigern musste. Zusätzlich ist es, wenn es dunkel wird, natürlich viel kälter. Das heißt, du läufst immer los und bist erstmal kalt. Deswegen musste ich mir eine Jacke anziehen, Runde für Runde wieder loslaufen. Mental war das ab jetzt anstrengender als jeder Ironman. Wie viele Kilometer hast du? 92 hat der Junge jetzt. Heißt, vorletzte Runde jetzt hier. Ich war weder ansprechbar noch aufnahmefähig. Ich war absolut im Tunnel. Körper, kann nicht mehr. Kann nicht mehr. Aber einmal muss ich noch. Und dann ging es in die letzte Runde. Vier, drei, zwei, eins. Viel Spaß! Und ich habe irgendwann gemerkt, nach 3 Kilometern, es ist nicht mehr lange. Und ich habe es fast geschafft. Euphorie, Freude, Stolz. Dann fing es richtig an. Es brodelte in mir wie ein Feuerwerk. Und jeder Schmerz, ab diesem Moment, für die letzten 3 Kilometer, der war wie weg. Moin Meister. Moin. Servus. Ja. Und großen Spaß entgehen lassen. 43 Minuten, 55 Sekunden, 100 Kilometer. 100 Kilometer hast du geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Reicht für heute. Reicht für heute, sagt er. Die hast du dir ganz offiziell verdient. Einmal Applaus für dich. 100 Kilometer, dreistellig hast du hier abgespult. Nordfriesische Höhenmeter. Auf dein Handy an, dann versteht er dich ein bisschen besser. Nein. Johanna. Weil mein Mikro ist schon so ein bisschen am Arsch. Darf ich dich nochmal noch nicht schicken? Bock erstmal. Alles klar, die hast du. Das war echt anstrengend, Alter. Das war echt anstrengend, Mann. So ein mache ich nicht nochmal, Mann. Das ist eine Once-in-a-Lifetime-Experience, Alter. Absolute Grenzerfahrung für mich. Dieses Event, 100 Kilometer Ultramarathon, und es hat mich mental zu 100% auf das nächste Level gebracht. Das Event, der Devil's Run Ultramarathon, kann ich euch absolut nur empfehlen.
einfach als Grenzerfahrung für euch selbst, euch selber zu challengen und zu sagen, okay, wie viel geht da eigentlich? Was jetzt als nächstes bei mir passiert, dazu bin ich mental noch nicht in der Lage, darüber zu reden. Aber trotzdem vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt und wir sehen uns beim nächsten Mal.